Hey, es ist da. Wir haben hier das Samsung Galaxy S4 in der Hand. Wir haben schon ewig darauf gewartet. Ich denke, ihr auch. Also lasst uns nicht lange aufhalten. Schauen wir uns das Gerät ein bisschen genauer an. Zunächst fangen wir mal mit der Optik des Smartphones an. Im Grunde haben wir hier ein Galaxy S3 in der Hand. Das ganze Portfolio sich im Moment an dem S3 bzw. am Design des S3s orientiert. Die ganze Optik unterscheidet sich im Grunde nur an den Sensoren und der Frontkamera sowie die Anordnung des Blitzes. Schick ist dafür die Rückseite, die hier mit im Schwarz-Silber-Look ein bisschen glänzend daherkommt, eigentlich ganz schick. Für ein 5-Zoll-Smartphone liegt das Gerät wirklich gut in der Hand, was vor allem hier an dieser Rundung auf der Rückseite und an der flachen Bauweise von 7,9 mm liegt. Auf der Frontseite hier haben wir das 5-Zoll-Display, das Hauptaugenmerk der Frontseite, das mit Full HD auflöst und die Technik Super AMOLED verwendet. Dadurch haben wir sehr intensive Farben, sattes Schwarz und sehr gute Kontraste sowie einen sehr stabilen Blickwinkel. Das heißt, bei 170 Grad etwa können wir immer noch alles auf dem Smartphone erkennen, ohne dass Farben oder Kontraste nachlassen. Kommen wir nun zur Leistung des Galaxy S4. Und zwar arbeitet hier in der europäischen Version, also auch der deutschen, der Qualcomm Snapdragon 600, der auch schon im HTC One vorkommt. Allerdings haben wir hier eine höhere Taktung von 1,9 GHz gegenüber 1,6 GHz vom HTC One. Das merken wir nämlich auch im Smartbench, dem Performance-Benchmark, mit dem wir testen. Und zwar erreicht das Galaxy S4 nämlich 359 Punkte mehr als das HTC One. In der Praxis tun die beiden sich nicht ganz so viel. Alle beide laufen gleich schnell. Die Performance ist super. Wir merken kein Ruckeln, keine Verzögerungen und es läuft alles sehr, sehr flüssig. Die hohe Leistung merken wir auch, wenn wir mit dem Galaxy S4 im Internet surfen. Der Standardbrowser ist nämlich extrem schnell, vor allem auch im WLAN, aber auch über LTE. Wenn wir jetzt beispielsweise unsere PC-Weltseite aufrufen, dauert es im Schnitt etwa 3 Sekunden, bis die Seite geöffnet ist. Das Navigieren und das Surfen auf der Seite funktioniert einwandfrei. Auch das Zoomen klappt grandios, ohne Verzögerungen. Und es dauert im Schnitt eine halbe Sekunde, bis die Seite neu geladen ist. Damit ihr auch lange im Internet surfen könnt, verbaut Samsung einen 2600 mAh Akku, den ihr übrigens wechseln könnt. Das ist ein Privileg, das Samsung auch bei den High-End-Smartphones komplett durchzieht. Hier sitzt nämlich der Akku. Hier könnt ihr noch eine Micro-SD-Karte einsetzen, sowie die Micro-SIM-Karte. Die Laufzeit des Akkus in unserem Test bei hoher Helligkeit und Dauersurfen beträgt etwa 7 Stunden. Das ist deutlich über dem Durchschnitt. Als Betriebssystem verwendet Samsung beim Galaxy S4 Android 4.2, wie wir das hier unten sehen können. Android 4.2.2, also die allerneueste Version des Android-Betriebssystems. Darüber legt Samsung die eigene Nutzeroberfläche TouchWiz mit vielen neuen Funktionen, wie beispielsweise der Smart Scroll-Funktion. Das heißt, Sie können mit den Augen auf einer Webseite hoch und runter scrollen oder der AirView-Funktion, die wir auch schon vom Note 2 kennen, wo Sie dann zum Beispiel mit dem schwebenden Finger über eine Stelle halten und dann hier zoomen können, ohne das Display überhaupt zu berühren. Solltet ihr Fotofans sein, wird euch auf jeden Fall die Kamera interessieren. Ihr könnt nämlich mit der rückseitigen Kamera hier 13-Megapixel-Fotos schießen. Wenn wir jetzt beispielsweise von dem Baum hier hinter uns ein Foto machen und mal mit dem HTC One vergleichen, das sehen wir auch schon so direkt hier im Bild, stellen wir fest, dass die Farben und dieser Schwarzwert von diesem HTC One deutlich besser ist als beim Galaxy S4. Fotos werden trotzdem recht gut, aber können nicht ganz mit dem HTC One mithalten. Zum Abschluss noch das Fazit des Galaxy S4. Ich finde, das Smartphone sieht eigentlich ganz cool aus, obwohl das Design langsam wirklich langweilig wird, weil wir es, wie gesagt, schon vom S3 kennen. Die Haptik ist dafür sehr, sehr gut für ein 5-Zoll-Smartphone und die Kamera hier auf der Rückseite macht gute Fotos. Die Leistung ist wirklich beeindruckend, so hat noch kein anderes Android-Smartphone im Test abgeschnitten und auch der Akku hält durchschnittlich lange im Test. Die Software hat viele innovative Funktionen integriert, die aber in der Praxis wahrscheinlich so gut wie nie Verwendung finden. Das heißt, ihr könnt wenigstens sagen, so hey, wir haben die Möglichkeiten, aber nutzen wir sie wahrscheinlich kaum. Darüber hinaus finde ich, ist der UVP mit 730 € für ein verbessertes S3 deutlich zu hoch angesetzt.